Anmarsch der Ewiggestrigen in Thüringen. Zum Parteitag der NPD kamen gestern gerade mal 200 Kameraden in das Dorf Kirchheim. Parteichef Pasteurs, umringt von brauner Entourage, ergeht sich in radikalen Zukunftsfantasien. Mit dem Niedergang dieses scheindemokratischen, heuchlerischen BRD-Geschwätzes geht es dann langsam zu Ende. Und dann kommen nationale Kräfte nach oben in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Dankeschön. Innere Querelen, Mitgliederschwund, Finanznot. Die NPD hat schwere Schlagseite. Nachwuchskräfte wie Patrick Schröder aus Bayern wollen den Radikalen einen neuen Look verpassen. Ihre dumpfe Ideologie weichgespült vermitteln. Ja, man müsste also in die Richtung schulen, dass die Leute ein besseres Auftreten hinbekommen. Nicht unbedingt von der Kleidung her, sondern vom Ganzen, wie sie was rüberbringen. Ja, es ist nicht so einfach, wie gesagt, aber in der Richtung müsste aus meiner Sicht mehr gemacht werden. Schröder ist stramm rechts. Früher war er Landesorganisationsleiter der NPD in Bayern. Heute betreibt er ein Label für braune Klamotten und tritt als Stilberater vor Gleichgesinnten auf. Wie hier im Hinterzimmer eines Gasthofes in Thüringen. Der NPD-Funktionär aus der Oberpfalz gibt Nachhilfe in Imagefragen. Im Mai ist hier Kommunalwahl. Wenn man diesen Menschen sieht, dann sagt man sich, ja, okay, beim Asylthema haben die vielleicht recht, aber wählen kann ich den nicht, wenn das solche Leute sind. Also nee. Gibt es noch ein weiteres Beispiel, ist ein klein bisschen harmlos, aber auch das ist natürlich, auch wenn es nicht so schlimm ist wie das erste Bild, das sind nicht die Leute, wo man gefühlsmäßig sagt, ja, die schauen eigentlich ganz nett aus soweit. Für Schröder ist der Abend ein Heimspiel. Zum Auftakt werden erst einmal 6 Millionen ermordete Juden verhöhnt. Neu ist nur die Dialektik. Es gibt auch Leute, die haben das Dritte Reich im Mai 45 bis zum letzten Tropfen Blut verteidigt. Wie schlimm kann denn die Diktatur da gewesen sein, wenn das immer noch Leute machen oder damals gemacht haben? Gibt Leute, die sagen, es ist eine Katastrophe damals gewesen, gibt andere Leute, die sagen was anderes. Aber was gab es denn damals, was überhaupt gut war? Was gab es damals, was es gut war? Schauen Sie sich die Straftatenstatistiken an, zum Beispiel. Kennen Sie nicht, Sie kennen nur 6 Millionen, ja, ist klar. Das kommt gut an, auch wenn man gelernt hat, dass Zurückhaltung mitunter die bessere Taktik ist. Glauben Sie, dass Juden in Deutschland zu viel Einfluss haben? Man muss immer aufpassen, ne, bei solchen Fragen, was man darauf antwortet, weil es ist ein großer Komplex mit der strafrechtlichen Relevanz, die diese Dinge haben. Und das ist einfach das Problem. Deswegen ist es nicht möglich, in Deutschland über gewisse Thematiken offen zu sprechen, frei zu sprechen, weil es einfach strafrechtlich relevant ist. Und das ist das Problem. Patrick Schröder gibt den netten Neonazi von nebenan. Alles ganz normal und cool. So will er auch in seiner Webshow rüberkommen. Immer wieder sonntags sendet er 2 Stunden lang per Livestream im Internet. Der Name seiner Sendung fsn.tv. Das Kürzel steht für frei, sozial und national. Mit einer Mischung aus Politik, Blödelei und Popkultur ist der hippe Nazi auf Propagandamission. Wir hören jetzt das Lied Besatzerpolitik 1 und festhalten, aufdrehen, das darf die Republik hören. Denn da wird so einiges angesprochen, was hier in diesem Land falsch läuft. Wir kennen eure Ziele und wir sehen eure Taten. Ihr habt getriebene Kinder als gefallene deutsche Soldaten. Der Bayerische Verfassungsschutz beobachtet die Sendung des Neonazis regelmäßig. Zum Beispiel ein Ausschnitt, in dem es um Asylbewerber geht, die in Berlin eine Behörde besetzt hatten. Die Message wird deutlich. Also wie gesagt, in dem richtigen Land wird da aus dem Gebäude rausgefeuert, während du da drauf zuläufst. Und da bleibt halt da alle 5 Meter einer liegen. Und dann hören die schon aufzurennen. Dann hören die ja irgendwann aufzurennen. So kenne ich es. So wäre es in dem richtigen Land. Also was Schröder hier macht, ist, er verbreitet einerseits knallharten Ausländerhass. Er verbindet das dann aber auch noch mit dem Hass auf System, indem er eben sagt, wir leben hier nicht in einem richtigen Land. Wir haben nämlich hier einen Rechtsstaat, der ein Verhältnismäßigkeitsprinzip vorsieht und es verbietet es, auf Leute zu schießen, die völlig wehrlos sind. Und er sagt aber, ja, in einem richtigen Land müsste man das machen. Ein Nazi-Internetkanal meist haarscharf an der Illegalität vorbei. Im Dezember besuchen wir den gut frisierten Provokateur in seiner heimischen Wirkungsstätte. So, das sind jetzt hier die heiligen Hallen, mehr oder weniger. Wir führen sie mal durch, beziehungsweise ich. Das ist so mehr oder weniger die Chill-Out-Area für vor und nach der Sendung, wenn man das so nennen möchte. Und da geht es jetzt also dann ins direkte Studio.
Sieht also dann so aus, wenn Sie mal rumkommen wollen. Ich schleiche mich hier vorbei. Hier der Kollege schwer am Arbeiten. Und ja, so sieht das im Endeffekt aus. Jede Woche verfolgen bis zu 1000 Zuschauer Schröders rechtes Wort zum Sonntag live am Bildschirm. Sicherlich kein Massenpublikum, aber unter dem Deckmantel der Unterhaltung will der mitteilsame NPD-Mann vor allem die Jungen erreichen. So, wenn man mit den Jugendlichen sprechen möchte, dann bringt es nichts, wenn ich denen irgendwas vom Zweiten Weltkrieg oder irgendwas erzähle, sondern laber ich mit denen halt über die letzte Simpsons-Folge oder so. Das ist deutlich zielführender, deutlich besser, da bin ich deutlich mehr im Hier und Jetzt, als wenn ich mit irgendwelchen Themen ankomme, die eigentlich keinen Menschen mehr interessieren. Zurück zum Fortbildungsseminar nach Thüringen. 2 Stunden redet Imageberater Schröder über seine Vision des netten Neonazis. Ein Schmusekurs, der seine Wirkung nicht verfehlt. Je mehr Leute wir kennenlernen, je mehr Leute mich kennen und sagen, auch hier der Schröder, also der ist eigentlich ein netter Kerl und der will bestimmt keine 6 Millionen Juden vergasen. Und er hier hinten sagt, ja, ein netter Kerl und den kenne ich auch und da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Und politisch, das, was er sagt, stimmt ja eigentlich. Und in die Richtung müssen wir viel mehr gehen. Auch wenn seine Partei verboten werden sollte, Schröder wird weiter den ganz normalen Rechten geben. Ein brauner Wolf im Schafspelz.